Soweit kann ich mich ja schon mal vorstellen. Mein Name ist Isabel Eberlein. Ich bin hier im Velo Week Team. Das sieht gut aus. Hallo, Herr Staatssekretär. Schön, dass Sie sich dazuschalten. Guten Tag. Hallo, das klappt super. Genau. Ich sage noch kurz, was der nächste Programmpunkt ist. Wir haben jetzt die große Freude, den Engagementpreis Fahrrad 2020 gemeinsam mit dem Herrn Staatssekretär Ingmar Strese zu verleihen. Das heißt, Herr Staatssekretär, Sie dürfen heute diesen Preis zum ersten Mal digital und virtuell verleihen, ohne die Übergabe von irgendwelchen Dokumenten, sondern rein aus dem digitalen Raum. Ich würde gerne nochmal alle, die sich bis jetzt schon zugeschaltet haben und als Diskussionsteilnehmer sind, treten Sie doch einfach in Kontakt mit unserem Backoffice, ob Sie alle da sind und ob alles soweit funktioniert. Und dann sind wir eigentlich auch perfekt in der Zeit, um für diesen Programmpunkt einzuladen und einzuleiten. Ich sage herzlich willkommen auf der Velo Week für alle, die sich neu dazugeschaltet haben. Wir sind eine digitale Fahrradveranstaltung, ein digitales Fahrradfestival, ein Fachforum, das von heute an bis Sonntag stattfindet und jeden Tag verschiedene Programmpunkte durchmacht. Für alle, die während der Veranstaltung Fragen stellen wollen, Sie können gerne oder auch technische Probleme haben, Sie können gerne dafür den Chat benutzen oder das Fragen-Antwort-Symbol. Soweit zur technischen Einführung. Jetzt sage ich erstmal ein herzliches Willkommen an den Staatssekretär Ingmar Strese. Schön, dass Sie sich dazu zuschalten aus SEN-UVK oder von wo schalten Sie sich mit hinzu? Ja, genau, von SEN-UVK aus einem der Sitzungssäle hier mit kleiner Hintergrundwand mit Berliner Fernsehturm und Brandenburger Tor. Ja, ich wäre sehr viel lieber direkt vor Ort auf einer stattfindenden Velokonferenz. Aus bekannten Gründen klappt das nun leider nicht. Insofern bin ich wahnsinnig froh, dass wir dieses Format wählen konnten. Und technisch scheint es ja bisher alles super zu klappen. Ich hoffe, das geht weiter so. Sehr schön, das glaube ich auch. Genau, kurz zur Einführung für alle, die den Engagementpreis Fahrrad noch nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vergibt diesen Preis seit 2009, aber bis letztes Jahr unter dem Namen Fahrradstadt Berlin-Preis. Das heißt, es gab dieses Jahr eine kleine Namensänderung. Und was diesen Preis besonders macht, ist, dass er eigentlich das vielfältige Engagement in der Berliner Fahrrad-Community auszeichnen möchte und aber auch die Arbeit der Bezirke. Im Vordergrund stehen immer verschiedene Themen und auch verschiedene Akteure, die zu Fahrradthemen arbeiten und dann einmal im Jahr von der Senatsverwaltung ausgezeichnet werden. Wir haben dieses Jahr die Ehre, dass der Herr Staatssekretär 3 Projekte auszeichnen wird. Normalerweise, Sie haben es schon gesagt, würden wir jetzt hier auf der großen Bühne stehen, im Flughafen Tempelhof und diese Preisverleihung durchführen. Aber ich freue mich, dass, obwohl unsere Veranstaltung nicht stattfindet, dass Sie auch den Mut haben, das mit uns mal auf die digitale Art und Weise auszuprobieren. Und wenn ich richtig informiert bin, geht es auch schon seit 5 Jahren, dass Sie eigentlich diese Preisverleihung immer auf der Velo Berlin machen. Das heißt, umso schöner, dass Sie mit uns auch das Ergebnis wagen, das im digitalen Raum stattfinden zu lassen. Genau, und was zeichnet diesen Preis aus? Es würdigt eigentlich das Engagement von verschiedenen Akteuren, was ich schon gesagt habe, sei es aus der Zivilgesellschaft, sei es von behördlicher Seite oder sei es auch von wirtschaftlicher Seite, das Engagement, dass wir uns alle gemeinsam für ein besseres Berlin einsetzen im Bereich Radverkehr. Genau. Hierbei ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass dieser Preis nicht unbedingt nur für die Preisträger ist, sondern ein Preis für uns alle, die sich für Berlin engagieren und für Berlin stark machen. Genau. Lassen Sie uns doch einfach mal noch ein bisschen den gröberen Kontext besprechen. Herr Staatssekretär, Berlin ist ja eine Stadt, die sehr stark von der Fahrrad-Community lebt. Ich weiß auch nicht, inwieweit Sie sich heute schon ein bisschen in unser Programm einwählen konnten. Da gab es ja auch schon Diskussionen zu Berlin. Wir hatten die Senatorin Regine Günther, die eröffnet hat. Und Berlin steht sehr viel im Fokus, sowohl national als auch international. Aber wenn wir das hier runterbrechen auf die Berliner Ebene, was schätzen Sie denn eigentlich an der Berliner Fahrrad-Community? Also in der Berliner Fahrrad-Community schätze ich sehr, dass sie dasselbe Ziel verfolgt, wie wir auch als Landesregierung, als Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr und Klimaschutz verfolgen, nämlich Berlin als Fahrradstadt voranzubringen. Ich hatte jetzt gerade eben nach 1,5 Stunden tatsächlich ein direktes Treffen mit den verschiedenen Radinitiativen in Berlin, ADFC, Changing Cities, aber auch dem BUND, das sind regelmäßige Treffen, wo wir verschiedene Themen besprechen. Wie kann es vorangehen? Was wir feststellen, das gleiche Ziel. Wir gehen aber auf unterschiedlichen Wegen voran. Und das liegt natürlich auch
an unserer Aufgabe, die wir als Behörde haben, die die Verbände als NGOs haben. Es gibt aber auch natürlich Unternehmen, die in die gleiche Richtung gehen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr hören, auch über Unternehmensinitiativen. Die Herausforderungen in Berlin dafür sind vielseitig. Wir müssen die Infrastruktur umbauen, sind dabei, haben gestartet. Es geht um Verhaltensänderungen, geht aber auch sehr viel um Kommunikation. Wir haben jetzt von ZenUVK gerade unsere neue Mobilitätskampagne gestartet, weil wir feststellen, auch da ist noch viel Nachholbedarf gewesen. Ich schätze diese unterschiedlichen Ansätze der verschiedenen Akteure. Das spiegelt auch ein bisschen das diverse Berlin wider, das vielfältige Berlin, das wir ja sind. Und letzter Punkt, die Community hat auch total viel Energie und hat damit auch eine Menge erreicht. Ich will nur mal sagen, das Mobilitätsgesetz gäbe es wahrscheinlich ohne die Verbändeinitiativen so nicht. Und auch das eine oder andere Projekt hilft uns auch in der Stadtgesellschaft, der Druck der Verbände, um das umzusetzen. Ja, wir machen das alle gemeinsam. Das ist sehr schön. Genau. Wenn wir jetzt uns nochmal der Preisverleihung widmen, so was ist denn eigentlich, also ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, was ich so Allgemeines über den Preis, also was dieser Preis, was den ausmacht und was den irgendwie auch so interessant macht. Aber welches Ziel verfolgen Sie denn ganz konkret mit dieser Verleihung des Engagementpreises für den Bereich Fahrrad in Berlin? Also das oberste Ziel ist, dass wir damit den Radverkehr in Berlin fördern wollen. Und direkt darunter steht, wir wollen gute Beispiele zeigen, die zum Nachahmen aufrufen. Wir wollen aber auch die, die was Gutes, Spannendes, Neues gemacht haben, mit dem Preis belohnen und sie auch damit ins Rampenlicht ziehen, eben damit es auch wiederum Nachahmerinnen und Nachahmer findet. Wir machen das, wie Sie gesagt haben, seit über 10 Jahren. Ist uns als Haus auch sehr wichtig geworden, dieser Preis, hat viel Tradition. Und wir wollen eben auch dieses Jahr die Verdienste der verschiedenen Akteure würdigen. Dieses Jahr tatsächlich ganz konkret die Personen oder Gruppen, die voranschreiten, konkret etwas machen, was anpacken, angepackt haben. Wichtig über die Jahre ist aber auch tatsächlich so, die Vielfalt auch zu würdigen der verschiedenen Gruppen, die sich für den Radverkehr in Berlin stark machen. Ja, es ist ja schön, dass wir dieses Jahr ein bisschen gucken, so wo ist die Umsetzung, wo ist die Wirkung, was kommt auf die Straße, und das ist ja auch ein wunderbares Thema für diesen Engagementpreis Fahrrad in 2020. Was meinen Sie, wollen wir einfach mal nicht länger auf die Folter spannen, sondern einfach mal mit dem ersten Preisträger anfangen? Wenn Sie, dann würde ich Ihnen nochmal das Wort erklären. Ja, gerne. Sie doch gerne mal den ersten Preisträger. Ja, wo ist die Fanfare? Da. Also. Der erste Preisträger des Engagementpreises Fahrrad Berlin im Jahr 2020 ist die Leibniz-Schule in der Schleiermacherstraße in Friedrichshain-Kreuzberg. Warum diese Schule? Warum überhaupt eine Schule? Schulen sind wichtige Anknüpfungspunkte für Mobilität. Allein der Schulweg ist schon ein wichtiger Punkt. Uns ist dafür eine sichere Infrastruktur sehr wichtig, den Schülerinnen und Schülern eben auch. Das haben wir hier gesehen in dem Projekt. Verkehrssicherheit sowieso ist eines der wichtigen großen Ziele der Mobilitätswende in Berlin. Stichwort Vision Zero, keine Verkehrstote, keine Verkehrsverletzten mehr perspektivisch. Und was besonders gut geklappt hat hier, war die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und den Schülerinnen und Schülern der Leibniz-Schule, die selbst zum Beispiel einen sicheren Übergang geschaffen haben zwischen der Schule und den Sportstätten und auch 60 neue Fahrradbügel errichtet haben, die dann natürlich 120 Stellplätze ausmachen. Das hat uns alles dazu bewogen, diesem Projekt einen Preis zu geben. Das klingt ja schon sehr schön. Wenn Sie noch mal ein bisschen genauer erzählen wollen, was ist denn das Besondere an diesem Projekt? Also was macht denn dieses Projekt eigentlich auch zu einer Fahrradstadt? Oder was macht das Projekt denn auszeichnenswert für den Engagementpreis Fahrrad Berlin? Also einer der wichtigsten Punkte war für uns diese gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Verwaltung, zwischen dem Bezirk und der Schulleitung. Und aber auch die Einbindung der Schülerinnen und Schüler, die ja auch in ihrem Leben noch viel Straßenverkehr erleben werden. Und je früher man mit Sicherheitskonzepten anfängt, desto besser. Das Erfolgsrezept war dann hier wahrscheinlich einfach die Bedürfnisse, aber auch das Alltagswissen der Schülerinnen und Schüler in die Planung zu integrieren. Die Aufpflasterung, die gemacht haben, die Schüler, war eine klasse Initiative. Und was ich besonders hervorheben möchte, sind auch, dass die baulichen Arbeiten, die im Jahr 2018 standen, nur 3,5 Wochen gebraucht haben bis zur Umsetzung. Ja, das klingt doch nach einem super Projekt.
Und ich glaube, dann würde ich jetzt mal Herrn Felix Weißbrich, der sich vom Straßen- und Grünflächenamt in Friedrichshain-Kreuzberg dazu eingeschaltet hat, dazuschalten. Wir hatten auch die Leibniz-Schule dazu eingeladen. Die konnten leider kurzfristig nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Aber ich würde gerne Sie, Herr Weißbrich, fragen. Ich glaube, es ist ein Projekt, was vor Ihrer Zeit in Friedrichshain-Kreuzberg umgesetzt wurde. Aber nichtsdestotrotz können Sie uns doch bestimmt auch aus Ihrer Perspektive erzählen, was dieses Projekt so besonders gemacht hat. Ja, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja seit einem guten Jahr hier im Amt und das ist ist ja schon davor passiert. Habe mir das aber jetzt berichten lassen, wie es war, und es ist die Qualität an Entwicklung, an Verkehrsentwicklung, die wir benötigen, nämlich ausgehend von den Fragen Sicherheit oder Nachhaltigkeit, Ökologie oder Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme, ist das hier ein Aspekt der Sicherheit, der im Vordergrund stand. Die Schülerinnen und Schüler der Leibniz-Schule haben selbstständig gesagt, das fing schon im Jahr 2015 an, also hat auch einen längeren Vorlauf, wir wollen unsere Sicherheit erhöhen. Und da hat es also ein ganz wichtiges Element. Es ist quasi der Impuls aus der Gesellschaft, in dem Fall aus bei den Schülerinnen und Schülern der Schule selbst heraus zu sagen, wir wollen etwas verändern, wir erkennen etwas und wir formieren uns, um das auch Wirklichkeit werden zu lassen. Und das Besondere ist natürlich daran, dass das dann auch Wirklichkeit geworden ist und tatsächlich auch in schönen, schneller Zeit. Also Schnelligkeit ist für uns als Verwaltung ja ein besonderes Thema, weil wir wissen, wir haben viel vor, wenn wir die Verkehrswende gemäß den Maßgaben des Mobilitätsgesetzes durchsetzen und umsetzen wollen. Und wer viel vorhat, sollte sich fragen, ob er auch ausreichend schnell genug unterwegs ist, um die gesamte Strecke zu schaffen. Und von daher ist das hier ein gutes Beispiel für aus den Impulsen vor Ort und aus den Bedürfnissen vor Ort etwas entwickeln und dann auf eine Verwaltung treffen, die sich auch in der Lage sieht, das relativ fix umzusetzen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus zivilgesellschaftlichen Verwaltung, die für die Frage, wie wollen wir die Verkehrswende in dieser Stadt umsetzen, ein gutes Mix und eine gute Antwort zumindest auf diesen Punkt, an diesem Punkt geben kann. Und wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also möchten jetzt die ganzen, also haben Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Infos? Ich weiß, dass Sie da selber auch noch nicht im Amt waren, aber wie wurden denn die Schüler mit integriert? Also ich stelle mir das dann so vor, dass Sie dann wirklich auch ein bisschen praktisch mitdenken konnten oder mit planen konnten. Und meine andere Frage ist ja, wir haben ja so einen großen Mangel in der Verkehrsplanung. Haben wir die jetzt alle überzeugen können, die Schülerinnen? Also wollen die jetzt alle Verkehrsplanung oder Radverkehr studieren? Also es ging tatsächlich um eine ganz konkrete Frage. Es ging um Schulcampus und es ging um eine Sportfläche, die daneben ist. Und zwischen Schulcampus und Sportfläche liegt eine Straße. Und diese Straße bringt es mit sich, da bei dem derzeitigen Verkehrsmix und auch den Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, dass von der eine immanente Gefährdung ausgeht. Und da haben die Schülerinnen und Schüler gesagt, wir wollen das ändern. Wir wollen durch eine bauliche Veränderung ein Herunterzwingen der Geschwindigkeit. Alle haben festgestellt, die Geschwindigkeit, die angeordnet ist, ist eigentlich schon relativ gering. Wir wollen sie aber auch in der Realität geringer haben, weil was nützt es, wenn etwas angeordnet ist und es wird nicht vor Ort befolgt. Das heißt, baulich etwas durch die Infrastruktur zu erzwingen, das haben die Schülerinnen und Schüler selbstständig entwickelt und sind dann quasi auf die Verwaltung zugekommen. Also eine tolle Ausgangssituation, auch tätig zu werden, weil, wie Herr Strese gesagt hat, quasi aus der Zivilgesellschaft, in dem Fall nicht Verband, sondern die ganz direkt Betroffenen heraus gesagt haben, wir wollen etwas. Und das ist eine super Vorlage für bezirkliche, aber auch Landespolitik und auch deren Verwaltung, dann direkt tätig zu werden. Die Legitimation ist dann sehr hoch. Und das ist eigentlich so das Besondere. Ob die jetzt alle Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner werden, kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, wo ich gerade beide Formen verwandt habe, ich kann sagen, dass wir im nächsten Monat eine Verkehrsplanerin bei uns im Bezirksamt einstellen. Das freut mich sehr. Ich weiß nicht, die kommt nicht aus der Leibniz-Schule, das kann ich mit Sicherheit sagen, aber auch tatsächlich sozusagen die Frage von Gender spielt eine zunehmende Rolle, auch in der Verkehrswende. Und ich kann sagen, dass wir daraus gelernt haben. Wir haben nämlich dann in der Folge mit Fix My Berlin gesagt, diesen Impuls zu sagen, wo wollt ihr Radabstellanlagen sozusagen direkt wirksam werden zu lassen, wo soll denn etwas hin? Das geht da nicht alles immer eins zu eins, aber das haben wir münden lassen im letzten Jahr in einem Radfahrbügeldialog, den wir zusammen mit Fix My Berlin entwickelt haben. Da haben wir 1700 Meldungen, die wir derzeit in 700, also dieses Jahr in 700 Radabstellanlagen umsetzen werden. Und damit forcieren wir auch dieses Tempo an Radabstellanlagen, was wir machen werden. Das heißt, was vor Ort gelernt wurde, ist,
engagiere dich, dann kriegst du auch eine entsprechende Infrastruktur. Und ich glaube auch wahrnehmen zu können, dass ein zunehmendes Interesse an dem, also auch an dem Berufsfeld Radverkehrsplanerin existiert, weil es eben eine großartige Chance ist, sein direktes Umfeld zu verändern. Und diese Erfahrung haben die Schülerinnen und Schüler der Leitenschule gemacht. Ja, Herr Weißbrich, herzlichen Dank. Sie geben natürlich diese, diese Auszeichnung auch mit weiter an die Leibniz-Schule, an die Betroffenen oder an die glücklichen Gewinnträger. Ich würde nochmal zurückgeben an den Herrn Staatssekretär und sagen, ist das nicht ein bemerkenswert tolles Projekt, was eben auch eine Wirksamkeit entfaltet und was eben eine besonders schöne Wirkung entfaltet, was eben auch von irgendwie einer Wirksamkeit ausgeht, von der Altersgruppe auch ausdenken. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die hiermit integriert wurden. Wir haben eine wirkliche, wir haben ein Problem vor Ort und eben auch gleich die Lösung. Und wenn Sie jetzt auch hören, was zum Beispiel da auch alles noch mit weiter vorangetrieben wurde. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir so eine Art digitale Übergabe machen, dass man einfach nochmal, also ich kann Ihnen gerne nochmal das Wort geben, Herr Staatssekretär, dass Sie jetzt nochmal diese Glückwünsche an den Herrn Weißbrich überbringen dürfen. Ja, das mache ich gerne. Und wenn, wenn die Leibniz-Schule hier anwesend wäre, würde ich die auch begrüßen. Vielleicht hört ja von irgendwo doch noch jemand zu, also virtuell auch herzliche Glückwünsche, aber Herr Weißbrich auch Ihnen ganz besonders und Ihrem Amt für die Zusammenarbeit mit der Schule vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für dieses gute Projekt, das sicherlich jetzt schon ausstrahlt. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, herzliche Grüße und Glückwünsche natürlich auch von unserer Seite nach Kreuzberg. Und dann würde ich sagen, wir können gerne zum, also viel Erfolg auch weiterhin für das Projekt natürlich. Und auch danke nochmal für die Ausführungen, auch Herr Weißbrich, dass man so sieht, was so ein Projekt wirklich auch noch weiteres mit anstoßen kann. Danke. Genau, ich würde sagen, wir gehen weiter zum zweiten Preisträger. Ich würde gerne wieder das Wort an Sie hergeben, übergeben, Herr Staatssekretär. Ja, vielen, vielen Dank. Wir machen wieder die Fanfare. Tusch. Der zweite Preisträger, die zweite Preisträgerin ist die Kinderneurologiehilfe Berlin-Brandenburg. Die Initiative Mit Helm aber sicher hat uns überzeugt, weil es ein Präventionsprojekt ist, in diesem Fall ab der Sekundarstufe 1. Das Ziel ist, die Akzeptanz des Tragens eines Helmes auf dem Fahrrad zu erhöhen. Wir stellen nämlich immer wieder fest, dass mit dem Alter die Freiwilligkeit oder die Zustimmung, freiwillig einen Helm zu tragen, abnimmt, sodass man viel unterstützende Kommunikation einsetzen sollte, um die Schülerinnen und Schüler auch mit zunehmendem Alter davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, einen Helm zu tragen. Nicht nur wir Erwachsene, sondern auch eben die Kinder, wenn sie Rad fahren. Das Engagement für Verkehrssicherheit pflanzt sich auch da dann sicherlich wieder fort mit zunehmendem Alter. Deswegen fanden wir das ein sehr gutes Projekt. Die Zielgruppe hier wurde kommunikativ, interaktiv und altersgerecht an die Verkehrssicherheit herangeführt mit verschiedenen Partnern. Insofern herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese Initiative. Was macht denn diese oder warum macht diese Initiative Mit Helm aber sicher in Berlin zu einer Fahrradstadt und warum ist diese Initiative so auszeichnungswürdig für den Engagementpreis Fahrrad? Ja, auch diese Initiative trägt wiederum zur Verkehrssicherheit bei, auf anderem Wege als die vorherige Initiative. Hier geht es ums, ja, ums Bewusstsein, dass das Tragen eines Helmes eine sinnvolle Angelegenheit ist für einen selbst, aber natürlich auch für die Angehörigen, sodass man eben einfach nicht verletzt wird, wenn man mal einen Sturz hat oder womöglich einen Unfall, um eben diese Bereitschaft zu erhöhen, einen Helm zu tragen. Besonders gut fand ich hier und gelungen bei diesem Projekt die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. Zum einen wurde das Projekt ja 2015 mit der Unfallkasse Brandenburg und dem Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg für Brandenburger Schulen ins Leben gerufen und seit 2016 dann auch an Berliner Schulen durchgeführt. Mittlerweile wird es weiterhin unterstützt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, von der Unfallkasse Berlin, aber auch von der Polizei Berlin und von der Erinnerungskasse Brandenburg-Berlin. Und das sind alles Akteure, die in dem Bereich Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle haben und auch als Multiplikatoren wirken, sodass sich diese Wirkung dieses Projektes hoffentlich noch weiter verstärkt. Jetzt haben wir, das ist natürlich eine hervorragende Auszeichnung, jetzt haben wir eine kleine Überraschung, weil wir haben eine Person nämlich hier im Studio und das ist die Frau Moss und die würde ich gerne nach vorne bitten. Frau Moss ist die Koordinatorin der Beratungsstelle der Kinderneurologiehilfe in Berlin und Brandenburg. Genau, wir halten natürlich so ein bisschen Abstand, wie sich das gehört. Und
Das freut mich natürlich, dass Sie auch bei uns hier vor Ort sind und dass wir Sie vor Ort hier mit in die Preisverleihung mit integrieren können. Und ich würde Sie gerne fragen, was macht Ihrer Meinung nach denn das Projekt mit Helm aber sicher so besonders? Also uns ist es gelungen, mit Helm aber sicher eine Zielgruppe anzusprechen, wo das Helmtragen schon ein schwieriges Thema ist. Jugendliche ab 12, 13, 14 finden das ja sehr uncool. Aber mit Helm aber sicher, das Projekt ist sehr abwechslungsreich und vielschichtig. Und wir können viel Wissen vermitteln auf verschiedenen Ebenen und deshalb können es die Jugendliche gut annehmen. Und eine weitere Besonderheit ist sicherlich die Möglichkeit, wir arbeiten mit einer Peer Group immer zusammen. Das heißt, jahrgangsältere Schüler übernehmen Aufgaben in diesem Projekt, die werden von uns geschult und können dann oder unterstützen uns dann an den Aktionstagen mit den jüngeren Schülern ihrer Schule. Und da wird also nicht nur Wissen vermittelt zwischen den Schülern, sondern wir stärken dazu auch die Sozialkompetenzen. Und insgesamt ist unser Ziel natürlich, dass es ein Projekt auf Augenhöhe mit den Schülern ist. Wir wollen sie einfach dort abholen, wo sie sind und sie gut mit einbeziehen. Mhm. Auch ein weiteres Ziel ist, sie aufzuklären, weil mit dem erhobenen Zeigefinger ist es immer schwierig in dem Alter. Aber Aufklärung, um zu wissen, warum trage ich einen Helm? Was macht eine Kopfverletzung im Alltag eigentlich mit mir? Also dieses Bewusstsein für die eigene Gesundheit stärken, aber auch die Vorbildrolle, die sie haben. Jüngeren Geschwistern gegenüber, wenn sie einen Bruder vom Kindergarten abholen, zu wissen, oh ja, ich trage einen Helm, damit das jüngere Kind auch einen trägt. Beziehungsweise auch jüngere Schüler, ja, dass sie, wenn sie mit uns arbeiten, dass sie natürlich dann dementsprechend auch das Projekt mittragen und ihre eigene Einstellung sich oftmals verändert. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass Sie zum Beispiel auch Aktionstage durchführen, die dann ganz praktisch sind. Also wo man wirklich, vielleicht können Sie davon auch noch mal ein bisschen berichten, wie solche Tage dann ablaufen. Also erstens haben Sie ja gesagt, dass dann immer so ältere Schülerinnen mit dabei sind und dass das natürlich auch wichtig ist, irgendwie so spielerisch vielleicht oder eben auch so interaktiv damit umzugehen. Vielleicht haben Sie da noch so ein bisschen Einblick, wie so ein Tag oder sowas abläuft. Ja, also die Schulen können sich bei uns bewerben und dieser Tag, da wechselt der Lernort, was sehr spannend für die Schüler ist. Sie kommen auf das Gelände vom Unfallkrankenhaus Berlin. Mhm. Und wir haben dort 8 verschiedene Stationen immer aufgebaut. Zum Beispiel gibt es eine Station zum Thema toter Winkel, Straßenverkehr, Straßensituationen, die gefährlich sind. Und die Schüler können sich auch mal in den LKW setzen der Polizei und in der ganzen Schulklasse steht dann im toten Winkel. Also dass man das wirklich praktisch nahe bringt. Wir haben vom Unfallkrankenhaus einen Rettungssanitäter, der erste Hilfekurs mit den Schülern dann dort vor Ort macht, sodass sie sich selber ausprobieren können. Zum Beispiel Herzdruckmassage an einer Puppe, stabile Seitenlage untereinander. So, uns ist ganz wichtig, dass die Schüler dabei viel Freude haben. Wir klären natürlich aber auch auf, was macht unser Gehirn eigentlich? Ja, was leistet unser Gehirn jeden Tag? Und wir haben auch Betroffene mit vor Ort, betroffene Jugendliche und auch betroffene Eltern, die aus ihrem Alltag erzählen, was es heißt, ein Kind zu haben, was eine Hirnschädigung erlitten hat, zum Beispiel bei einem Fahrradunfall keinen Helm getragen hat. Was es für die Familie bedeutet und die betroffenen Jugendlichen erzählen, was es für ihren Alltag bedeutet. Plötzlich sind sie anders, sie können sich so nicht mehr konzentrieren, sind nicht mehr so belastbar, sie können Geräusche nicht mehr filtern und das kommt bei den Schülern sehr gut an. Also es ist ein sehr naher Aspekt, also es ist nicht nur ein theoretisches Wissen oder es ist nicht nur so eine Prävention mit dem Zeigefinger, sondern eine Präventionsmaßnahme auf Augenhöhe und eben auch mit einer Emotionalität. Was ich eben auch ganz spannend fand, war, was Sie vielleicht noch kurz berichten können, ist diese Integration von verschiedenen Fächern, hatte ich auch gelesen. Also, dass Sie zum Beispiel auch wirklich versuchen, Verkehr oder Verkehrssicherheit in verschiedenen Fächern abzudecken. Ja, also wir gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Bildung arbeiten wir ja eng zusammen und beraten uns auch gegenseitig und uns ist natürlich Nachhaltigkeit wichtig. Also dieser Aktionstag und wir im Vorfeld der Workshop mit der Peer Group ist ja das eine, aber was passiert denn danach? Also es gibt wunderbare Materialien, die wir auch den Lehrern zur Verfügung stellen. Wir bieten Fortbildung für die Lehrer an und ein weiteres Ziel ist jetzt auch für die Zukunft, dass wir an den Schulen die Lehrer fortbilden, sodass sie solche oder Multiplikatoren finden, dass sie dieses Projekt auch an ihren eigenen Schulen weiterführen können, also regelmäßig und darauf nur noch bedingt auf uns angewiesen sind. Mhm. Dann vielleicht noch ganz kurz eine praktische Frage, wenn ich jetzt von der Schule vielleicht zuhöre oder wie komme ich denn an diese Materialien oder wie komme ich denn auch mit Ihnen in Kontakt, wie kann ich Teil dieses Projekts werden? Also uns gibt es ja auch im Internet, Kinderneurologie für Berlin-Brandenburg findet man oder über das Unfallkrankenhaus Berlin auf der Seite findet man uns auch. Und bei uns kann man anrufen, man kann sich bewerben, wir haben Bewerbungsunterlagen auch im Netz.
Und dann tritt man einfach mit uns in Kontakt und dann kommen wir ins Gespräch und dann hoffentlich hat die Schule dann die Möglichkeit, mit uns gemeinsam so ein Projekt durchzuführen. Mhm. Meine letzte Frage wäre noch so eine persönliche. Wir hatten mir auch, also im Vorgespräch hatten wir so ein bisschen über Ihren Lebenslauf auch gesprochen. Was bedeutet dieses Thema Unfallprävention für Sie ganz persönlich? Für mich persönlich, ich muss dazu sagen, ich habe 17 Jahre als Krankenschwester für Intensivmedizin gearbeitet. Das heißt, ich weiß oder kenne Menschen, die schwerst verunglückt sind mit einer Kopfverletzung und hatte dann die Möglichkeit, habe soziale Arbeit studiert und seit 2014 bin ich Koordinatorin der einzigen Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche fürs Land Berlin und fürs Land Brandenburg. Das heißt, wir begleiten eigentlich Kinder und Jugendliche, die eine Hirnschädigung erlitten haben und deren Familien. Mhm. Und aus dieser Idee heraus, weil wir einfach wissen, was das heißt im Alltag, weil vermeintlich sehen sie gesund aus, oftmals, und gehen wieder zurück in die Schule, aber sie haben massive Schwierigkeiten in dem Gedächtnis, in ihrer Belastbarkeit. Das sind aber keine Schwierigkeiten, die man einem ansieht, weil es wiederum für die Umwelt sehr schwer ist. Oder auch für den Schulabschluss nachher sehr schwer ist, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Mhm. Und daraus ist die Idee entstanden, präventiv zu arbeiten. Und wir wissen ja, ab 12 ungefähr sind die Kinder mehr alleine unterwegs im Straßenverkehr. Und wir wissen auch, Helm tragen ist uncool. Mhm. Ja, und deshalb haben wir gedacht, okay, gemeinsam so etwas zu initiieren, wo wir die Jugendlichen abholen und wo wir sie auch begeistern können. Und das Besondere ist eben, wir schaffen es mit dem Projekt, weil es so vielseitig ist. Also wir haben auch das Thema Ernährung zum Beispiel drin, das Thema Alkohol im Straßenverkehr. Und Sie können sich in allen Workshops auch ausprobieren. Mhm. Ja, so lehren, aber auch Spaß dabei haben. Mhm. Ja, und an dieser Stelle muss man aber auch sagen, diese Vielschichtigkeit macht es besonders. Die kann man aber nicht alleine leisten. Und es wurde ja gerade gesagt, wir haben ganz viele Partner und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen genannten Partnern, aber auch der Klinik, wo ich angestellt bin, dem Unfallkrankenhaus Berlin Danke sagen. Und auch den Betroffenen, die uns unterstützen, die Eltern, die einfach sagen, das ist ein tolles Projekt, wir wollen, dass andere Kinder Straße wechseln zur Grünanlage, zur Sportanlage und mit dem Fahrrad über die Straße fahren, aber einen Helm tragen. Für den Fall, es passiert doch was, dass hoffentlich die Nachwehen davon dann von so einem Unfall für den Kopf nicht ganz so schlimm sind. Herzlichen Dank. Das ist ja auch die ideale Überleitung, denn wir haben noch den Herrn Petters hier von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, der eben auch Teil, Sie können auch gerne mit hinzukommen. Sie sind ja auch noch Teil dieses Projekts mit gewesen. Genau, vielleicht müssen Sie ein bisschen näher kommen. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen so. Deswegen würde ich Sie vielleicht noch fragen, so, was bedeutet das Projekt für Sie denn und wieso entfaltet das Projekt denn so eine gute Wirkung? Naja, da fallen mir zwei Sachen besonders ein. Das eine ist, dass wir jetzt im letzten Jahr ja erlebt haben, dass die Peer Group tatsächlich Schülerinnen und Schüler waren, die selber an dem Projekt schon teilgenommen haben, die natürlich ganz anders involviert waren an der Stelle. Und wenn ich dann erlebe, wie Schüler das dort umsetzen, und ich hatte das Glück, mit einer Schülerin zusammenzuarbeiten, von der ich erst im Nachhinein hörte, dass Schule so gar nicht eigentlich ihr Ding wohl ist. Und wie toll die erklärt hat, was ein Helm ist und wie man mit dem Helm umgeht und wo Helme eingesetzt werden. Das war für mich überraschend, das war aber für die Schule selber auch überraschend. Und das Zweite, Frau Moser, was Sie angesprochen haben, schon eben mit dem, wie das mit Fächern verbunden ist und so, stellt sich für mich immer die Frage, was macht eigentlich ein Projekt zum Unterrichtsprojekt? Und genau das ist es nämlich. Nicht einfach, wir machen mal irgendeinen Projekttag, sondern da werden bestimmte Ziele vermittelt. Und wenn das dann Partner machen können, Kinder, Spezialisten und so, auch mit Spaß an der Freude, Unterricht muss nicht Schule heißen, aber Unterricht, unterrichtswirksam muss es schon werden. Und das gelingt dem Projekt hervorragend. Ja, herzlichen Dank. Wir haben auch noch, Herr Staatssekretär, ich würde Ihnen noch mal das Wort übergeben für so abschließende Worte. Ich hatte, da Sie ja auch geplant hatten, heute noch ins Büro zu kommen, hatte ich noch einen kleinen Blumenstrauß überreicht, den dann Herr Petters stellvertretend für Sie noch überreichen darf. Aber vielleicht haben Sie erst noch mal ein paar Glückwunschworte, die Sie erst noch mal sprechen wollen, vor allem nach diesem Gehörten, was Sie noch als Erklärung noch von dem Projekt selber mitbekommen haben. Ja, ich glaube, fachlich ist das ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Ein hervorragendes Projekt mit fächerübergreifender Zusammenarbeit, das zur Verkehrssicherheit dient, auch noch tolle Aktionstage und Projekttage hatte, wo man ganz praktisch auch als Schülerinnen und Schüler erfahren konnte, wie wichtig das ist,
Alkohol zu unterlassen, verschiedene andere Dinge zu unterlassen oder auch zu tun, um der Sicherheit zu dienen. Insofern herzlichen Glückwunsch an Sie beide, Frau Moros und Herr Petters, und vielen Dank für Ihr Engagement. Genau. Und Herr Petters wird jetzt für Sie stellvertretend den Blumenstrauß überreichen. Das mache ich doch gerne, um einen Blumenstrauß an der Stelle zu überreichen. Aber darf ich noch einen Satz sagen, was bei der Verleihung mir eben deutlich geworden ist, wo es nochmal um den Unterricht und Schule geht und die beiden Seiten. Hier geht es um Sicherheit, um Selbstständigkeit der Schüler. Und ich habe mich gefreut, dass ein zweites Projekt ausgezeichnet worden ist, wo andere Kompetenzen der Mobilitätsbildung aus meiner Sicht, also als Bildungsverwaltung, angesprochen werden, wo nämlich Schüler nicht dem zurechtgemacht werden, um anzupassen sind an den Straßenverkehr, sondern wo sie selber mitgestalten, wie unsere Stadt, wie Straßen künftig aussehen sollen und damit doch auch ein neues Verständnis von früher Verkehrserziehung, jetzt Mobilitätsbildung deutlich geworden ist. Und das passt einfach hervorragend. Genau, das ist eine super Überleitung. Die beiden Projekte, die wir gerade, herzlichen Dank erstmal, Sie würden gerne noch im Studio mitbleiben und mit zugucken. Es ist ein gutes Roundup, was Herr Petters da gesagt hat, also im Sinne von, wie wichtig auch die Zielgruppe ist, also in dieser Auszeichnung, was den Engagementpreis Fahrrad angeht, dass man die Jugendlichen auch nicht vergisst, also dass man sie einerseits mit integriert, was das erste Projekt gezeigt hat, also dass man jetzt im zweiten Projekt auch sieht, dass es kommunikative Möglichkeiten und präventive Möglichkeiten gibt, Schülerinnen mit zu integrieren, und dass eben auch der besondere Fokus eben auch des Landes Berlin darauf liegt, die Verkehrsbildung nicht nach der vierten Klasse einfach zu beenden, sondern dass man wirklich die Zielgruppe erkannt hat, die wichtig ist, wenn wir eben Engagement in dieser Stadt honorieren wollen und unser Berlin zu einer Fahrradstadt machen wollen. Genau, jetzt kommt so eine Art harter Cut, weil wir jetzt eigentlich zwei tolle Projekte ausgezeichnet haben im Bereich Infrastruktur, im Bereich Kommunikation, beide im Bereich Schule. Jetzt wechseln wir. Und ich würde einfach wieder, das würde gar nicht viel vorgreifen wollen, sondern würde Ihnen gerne das Wort erteilen, Herr Staatssekretär. Ja, herzlichen Dank. Auch wieder mal Fanfare und Tusch für die dritte Preisträgerin, nämlich der Campus Berlin Buch GmbH, der auch als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. Es ist für uns ein Vorzeigeprojekt der betrieblichen Mobilität. Das wird ganzheitlich umgesetzt mit ganz verschiedenen Aspekten, mit Infrastrukturausstattung, überdachte, beleuchtete, barrierefreie Fahrradparkplätze, mehr Fahrradparkplätze als Autoparkplätze. Und die kosten Geld für BKW, die für Fahrräder kosten kein Geld. Es gibt Duschen, es gibt Umkleidekabinen, es ist sogar ein kostenfreies Mietradsystem angeschlossen. Und wer das Bild hier vom Team Campus Buch, hallo, herzlichen Glückwunsch, sieht, das Nextbike-Fahrrad steht schon im Bild. Genau das ist nämlich, um die letzte Meile noch erreichbar zu machen. Also ein klasse Projekt, das zudem auch noch Fahrradreparaturmöglichkeiten, Fahrradchecks, aber auch die potenzielle Fahrradkodierungsaktion beinhaltete. Also ganzheitlich umfassend als betrieblicher Arbeitgeber für Fahrradfreundlichkeit ein super Projekt. Sehr schön. Was macht denn oder warum macht dieses Projekt oder warum ist dieser Campus in Berlin Buch denn so herausragend? Also was sind denn nochmal so ein bisschen die Feinheiten, die Sie uns noch ein bisschen mehr mit auf den Weg geben können? Ja, also wir hatten ja vorhin schon mal so abgesteckt, was für verschiedene Akteure es eigentlich gibt in der Verkehrswende oder auf dem Weg Richtung fahrradfreundlicher Stadt. Und einer der Akteure sind natürlich Unternehmen. Und hier zeichnen wir in der Tat ganz konkret ein vorbildliches Unternehmen aus, das durch Anreizsysteme bestimmte Alternativen privilegiert, hervorhebt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter animiert, auch durch Umfragen, durch verschiedene Verhaltensforschung sogar auch das Richtige für sie herauszufinden, nämlich das Fahrrad zu nutzen. Dass es erfolgreich ist und wirkt, kommt auch daher, sieht man auch daran, dass ein großer Teil der Mitarbeitenden pendelt, so im 10-Kilometer-Radius, was durchaus üblich ist offenbar im Campus Berlin-Buch, weil es auch außerhalb des S-Bahn-Ringes dann natürlich Mobilität sicherstellt, was wir auch ganz hervorragend finden. Sehr schön, dann würde ich doch sagen, wir schalten mal nach Berlin-Buch und gucken, ob die Verbindung steht. Ich sage dann erstmal, wir haben jetzt hier im Bild, Sie können sich vielleicht auch noch mal kurz selber vorstellen, aber soweit ich informiert bin, Annette Krause, Teamleiterin von der Campus PR, Dana Lafuente, Leiterin der Mitarbeiterförderung und Ulrich Scheller, Geschäftsführer der Campus Berlin Buch GmbH. Jetzt wollte ich mal kurz testen, steht die Verbindung nach Buch? Können Sie mal kurz was sagen?
Ja, herzlich Grüße aus Hamburg. Gut zu verstehen. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich Sie doch gerne fragen, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen aus Ihrer Perspektive, was macht den Campus in Berlin-Buch denn so, was macht den so besonders? Also warum ist Ihre Arbeit dort so erfolgreich gewesen in der Bezirksregierung? Also ich glaube, Herr Staatssekretär Strese hat das wunderbar zusammengefasst. Mir fällt es schwer, jetzt noch Aspekte zu finden, die nicht genannt worden sind. Aber ich glaube, eins, was herauskommt, ist, dass wir wirklich eine Community sind von fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unglaublich für den Radsport, für das Rad brennen. Also wir haben, das ist ja ein Beispiel, hier in kürzester Zeit ein Mietradsystem aufgebaut, was wirklich sehr stark genutzt wird. Man muss wissen, wer Buch kennt, weiß, wir sind hier ein bisschen an der Peripherie, kurz vor Brandenburg. Und es ist immer schwer, Sharing-Anbieter, ob es Radroller oder E-Car ist, hierher zu bekommen. Also mussten wir gemeinsam mit dem Max-Lehnbrück-Zentrum, mit dem Leibniz-Institut für molekulare Medizin, Charité und Helios gemeinsam nach Lösungen finden. Und die haben wir geschaffen seit 2 Jahren. Und jetzt sind wir gerade in den Weiterverhandlungen mit Nextbike über eine Erweiterung dieses kostenlosen Mietfahrtsystems. Weitere 2 Jahre, noch mehr Räder, noch mehr Stationen. Wir hoffen, dass wir auch andere Akteure im Buch für dieses Stationsbetriebssystem und deren Mitarbeiter erreichen können, auch die Wohnungsbaugesellschaften, die Wohnparkbetreiber. Also das soll wachsen, das ist eine schöne Keimzelle. Das ist die Infrastruktur, die steht, die bauen wir aus. Da haben wir auch einen gemeinsamen Wirtschaftsplan, wo wir jedes Jahr fahrradfreundliche Maßnahmen mit hineinnehmen. Aber ich glaube, ein Aspekt ist noch, das ist das Verhalten der Mitarbeiter. Dahin zu bekommen, dass sie das Auto stehen lassen und mit dem Rad fahren. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben, jetzt gerade in der Jahreszeit etwa 40% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen kommen mit dem Rad. Ja. Und wenn es sozusagen nicht das Nextbike-Radsystem ist für die letzte Meile, für die letzten 1,5 Kilometer, dann ist es das eigene Rad. Wir sind seit schon 2-mal Sieger im Wettbewerb der Landesunternehmen. Wer radet am meisten? Also wir schaffen es, und das ist, sind wir sehr stolz darauf, dass wir wie kein anderes Landesunternehmen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter mobilisieren können, das Rad zu nehmen, damit zur Arbeit zu kommen, Spaß zu haben, sich zu messen mit anderen. Und da gehört natürlich auch eine Infrastruktur dazu, Duschen, Umkleiden, aber auch Wettbewerbe. Wir haben morgen gerade, das organisiert Annette Krause, wieder einen kleinen Fahrradtag mit Polizeikodierungsaktionen, mit kostenlosen Fahrradcheck, mit der Fahrradwerkstatt, die mittlerweile nicht nur für die Campusmitarbeiter, sondern für ganz Buch eine Anlaufstelle ist. Ja, also wie gesagt, Infrastruktur und fahrradfreundliche Verhältnisse und natürlich das Verhalten der Mitarbeiter. Wir sind im Gesundheitscampus, wir forschen und entwickeln Produkte rund um die Gesundheit und wir wollen natürlich, dass unsere Mitarbeiter auch sich schon zur Arbeit gesund und gesundheitsbewusst bewegen und damit gleichzeitig die Umwelt schonen. Da haben Sie natürlich eine ausgezeichnete Ausgangslage. Also natürlich als Unternehmen, was sich mit Gesundheit auseinandersetzt, ist die Verknüpfung zwischen betrieblicher Mobilität und zum Beispiel auch Gesundheitsförderung ja sehr nahe. Aber vielleicht können Sie uns doch noch ein bisschen Einblick geben, wie haben Sie diese Community aufbauen können? Weil gerade auch, wenn andere Unternehmen, die vielleicht auch nicht so diesen starken Gesundheitsförderfokus haben, also wie haben Sie es geschafft, diese Mitarbeiterinnen zu motivieren und mitzunehmen für das Thema Fahrrad oder für das Thema Mobilität raus nach Buch? Also ich denke, da gibt es verschiedene Quellen. Für sowas, für ein erfolgreiches Projekt, das ist niemals von oben zentral vorgegeben. Es gab schon vor 3-4 Jahren tolle Initiativen am Max-Delbrück-Zentrum, Green Campus zum Beispiel, wo sich Mitarbeiter eingesetzt haben für umweltfreundliche Mobilität, für Stromsparen, für Klimaneutralität. Alles Beispiele eben für die Nachhaltigkeit, die unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben sehr wichtig ist. Auch betriebliches Gesundheitsmanagement, einfach pragmatisch auch zu denken, Dinge, also den Arbeitsweg gleich zu verbinden mit Sport. Nicht extra Zeit aufwenden zu müssen, nochmal im Nachhinein oder davor, wobei auch wir auch dafür gute Angebote auf dem Campus haben. Wir haben eben sehr viele, wir sind ja ein wichtiger Wissenschaftsstandort, auch in Berlin, und haben mit dem Max-Delbrück-Zentrum einen hohen Anteil an internationalen Beschäftigten. Wir sind sehr jung, wir sind im Schnitt 38 Jahre alt.
und haben eben viele Internationale, die aus anderen Ländern kommen und auch mit anderen Vorstellungen kommen und teilweise eben auch schon andere Dinge erlebt haben und hier dann so ein bisschen Rückschläge hinnehmen müssen, weil sie sehen, oh, in Berlin ist da wohl doch noch einiges zu tun, wenn man da aus Australien kommt und verschiedene Brücken erlebt hat, die nur für Radfahrer gebaut werden und so. Da träumen wir natürlich noch ein bisschen von und das wünschen wir natürlich uns auch, gerade hier für Buch, dass wir eben den Fahrrad-Highway bekommen und auch eben die Anbindung hier an die ehemalige Industrietrasse und dann sozusagen noch mehr Mitarbeiter umschwenken können. Wir wollten natürlich auch einen Beitrag leisten, einfach wenn man in die Stadt blickt und man sieht die vollgestopften S-Bahnen mit Fahrrädern. Haben gesagt, das muss vielleicht nicht sein, dass die Leute alle ihre Fahrräder mitnehmen. Deshalb dieses Nextbike-System, wo wir auch nicht wussten, wird es angenommen oder nicht, ist super angenommen worden. Wir haben uns sehr darüber gefreut und sehen immer mehr Leute Fahrrad fahren. Sie wurden ja auch für Ihre Bemühungen schon ausgezeichnet mit der EU-Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber des ADFC. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, hat das auch so eine Signalwirkung? Also merken Sie auch, wie zum Beispiel allein, also kann auch an dieser Zertifizierung hängen, aber kann das auch sein, dass andere Unternehmen, andere landeseigene Unternehmen oder dass andere Unternehmen auf Sie zukommen? Oder haben Sie Tipps an andere Unternehmen, die vielleicht gerade am Anfang stehen mit ihrer betrieblichen Mobilität? Ja, also wir hatten in der Helmholtz-Gemeinschaft, das Max-Delbe-Zentrum ist ja ein Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft und die anderen Zentren haben eben auch geguckt und wir waren die Ersten und Justamente zog eben auch das DESI in Hamburg zum Beispiel, die haben nachgezogen. Andere Zentren haben auch eine Fahrradzertifizierung gemacht. Also da ist schon so ein gewisser Wettbewerb auch da unter den Zentren. Es gab einen ersten Sustainability Summit, einen Nachhaltigkeitsgipfel hier bei uns am MDC, aller Helmholtz-Zentren und ein wichtiges Teilthema war da, dort eben auch Radmobilität. Und wir haben uns auch sehr gefreut, weil wir es genutzt haben, mit einem, die Zusammenarbeit mit dem Projekt mit der Technischen Universität und auch dem Mobilitätsbeauftragten von Pankow, hier noch so ein Community-Mapping zu machen. Das war ein Vorschlag, der dann kam, da sagt, wir machen gleich eine richtig große Mobility-Umfrage, um selber erstmal zu wissen, wie sind denn die Wege unserer Beschäftigten, die hier zum Campus kommen. Das ist ja ein super Projekt, was die Wirkung nicht nur in Berlin, sondern gleich irgendwie über Berlin hinaus mit in Betracht zieht. Ich würde gerne nochmal abschließend an den Herrn Staatssekretär Strese übergeben, gerne auch für die Glückwünsche und gerne auch nochmal für abschließende Worte, was Sie noch ergänzen möchten zu diesem besonderen Projekt in Berlin Buch. Ja, vielleicht nehme ich nochmal 2, 3 Aspekte auf, die wir eben schon gehört haben. Besonders interessant finde ich die Verknüpfung zwischen Mobilität auf der einen Seite und Gesundheit, aber auch Verkehrswende und Umweltschutz auf der anderen Seite. Hervorzuheben ist sicherlich auch, dass dieses Unternehmen, dieses Projekt auch sehr stark auf Datengrundlagen setzt und darauf dann aufbaut, um am Ende des Tages dann eben tatsächlich diesen großen Erfolg zu haben mit 40% Mitarbeitenden, die das Fahrrad nutzen. Also insofern herzlichen Glückwunsch nochmal an Frau Krause, Frau Lafuente, Herrn Scheller für das gute Projekt und machen Sie weiter so und steigern Sie die Zahl vielleicht noch ein bisschen weiter auf 45% oder 50%. Das machen wir. Sehr schön, auch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und wir bleiben gerne informiert über alle Projekte, die hier so passieren. Ich weiß, Herr Staatssekretär, Sie müssen schon bald wieder los. Ich würde aber gerne noch am Abschluss so eine Frage stellen. So, das sind ja tolle Projekte, die wir jetzt hier ausgezeichnet haben und die wirklich auch Wirkung auf die Straße bringen. Also sei es nun in den Schulen, sei es in den Unternehmen. Aber wenn Sie jetzt auf 2021 gucken und wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder auf der Velo Berlin am Flughafen Tempelhof sehen und den Engagementpreis Fahrrad vergeben, was haben Sie denn noch für Wünsche an die Fahrrad-Community in Berlin? Also an die Community insgesamt habe ich weiter den Wunsch, so energiegeladen und so engagiert, überzeugt für ein fahrradfreundliches Berlin zu streiten, zu kämpfen. Wenn man Veränderungen in der Stadt anfängt umzusetzen, hat man auch immer Personen, Gruppen, denen man damit auf die Füße tritt. Das ist ganz normal in der Gesellschaft, auch in der Demokratie natürlich. Es ist nie einfach, Veränderungen durchzusetzen. Insofern gehört da auch ein bisschen Stamina und Rückgrat dazu. Das hat die Community, das merken wir immer wieder. Das hilft auch einer Verkehrsverwaltung, die tatsächlich die Verkehrswende umsetzen möchte. Es hilft natürlich auch diese Vielzahl der kreativen neuen Ideen, die aufkommt, immer mal wieder, wenn man verschiedene Unternehmen, verschiedene Initiativen, NGOs auch anguckt, auch die
Begeisterung, die durchschlägt, wenn man die Initiativen, die Community sieht, selbst fürs Fahrrad aus technischer Sicht, aus verkehrlicher Sicht, aber eben auch Gesundheitssicht und Spaß am Sport. Das sind alles Ingredienzen, die dann tatsächlich zu einem Erfolg beitragen werden. Und was wir auch heute gesehen haben, tatsächlich dies machen, dies anpacken, dies umsetzen und auch immer wieder festzustellen, wir in Berlin sind nicht allein. Jeder trägt seinen Anteil dazu bei. Wir kämpfen aber gemeinsam. Übrigens nicht nur in Berlin, auch in vielen Städten Deutschlands und der Welt ist die Fahrrad-Community gerade im Aufbruch. Vielen Dank an alle dafür. Ja, herzlichen Dank an Sie und auch herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, dass Sie jetzt los müssen. Ich würde einfach den Chat nochmal offen lassen. Ich würde mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich weiß auch, dass die Senatsverwaltung für Verkehr, Klima und Umweltschutz nochmal an alle Preisträger im Nachhinein die Urkunden versenden wird, weil das natürlich aufgrund der digitalen Lösung nicht möglich ist. Ich bedanke mich auch bei der Senatsverwaltung für den Mut, das mit uns in diesem digitalen Raum auszuprobieren. Nochmal auch der Hinweis an die Teilnehmenden, geben Sie uns gern Feedback oder sagen Sie gerne, wie es Ihnen gefallen hat. Sie können gerne nochmal den Chat nutzen für Fragen. Die Preisträger sind ja nochmal mit zugeschalten. Und genau, dann verabschiede ich schon mal den Herrn Staatssekretär. Herzlichen Dank für die Zeit. Und lassen Sie uns alle gemeinsam daran weiterarbeiten, dass die Berliner Fahrrad-Community weiterhin so cool bleibt, so divers bleibt und auch so viel auf die Straße bringt. Sei es jetzt in den Schulen, in den Unternehmen, in der Verwaltung oder sonst wo. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Alles Gute. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Genau, ich gucke jetzt nochmal hier in den Chat, ob es da noch irgendwie Fragen gibt. Ansonsten frage ich auch nochmal in die Runde. Jetzt gibt es die letzte Gelegenheit, nochmal irgendwelche Fragen zu stellen. Ich sehe auch, dass meine Kollegen auch schon diverse Links nochmal zu diesen Preisträgern mit in den Chat gepostet haben. Das heißt, diese Session wird natürlich auch im Nachhinein auf YouTube verfügbar sein. Wir wurden gerade live auf Facebook ausgestreamt und wir werden auch einen Audio-Mitschnitt für einen Podcast dazu haben. Dann würde ich aber von meiner Seite sagen, wenn keine weiteren Fragen bestehen, machen wir eine kurze Pause und sehen uns dann wieder um 19 Uhr zum Check-in mit den Ausstellern.